So the next speaker in this hall is Tim Mithrow. He will give you an introduction on the SimpiFlow. Hallo, ihr hört den Vortrag SimpiFlow, ein GCC-Compiler für FPGAs, in der Übersetzung von Stefan und Tatzelbrumm. Thank you. Vielen Dank. So, firstly, zuerst, ich werde euch eine kleine Einführung in ein anderes Projekt geben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an mein Projekt Tomo. Ein Mikrocontroller, der in euren USB-Anschluss reinpasst. Und wir haben uns entschieden, wir wollen FPGA in einen USB-Stecker einbauen. Ich habe ein bisschen Hardware hier. Wenn ihr uns helfen wollt, dann kann ich euch einen geben. Aber Achtung, es gibt noch keinen Bootloader. Ihr könntet das als eine RISC-V-CPU verwenden. Es läuft FU Python drauf. Es gibt eine total quelloffene Toolchain dafür, namens SimpiFlow. Wenn ihr damit spielen wollt, ich bin sehr daran interessiert, euch Hardware zukommen zu lassen. Damit möchte ich die Leute motivieren, was zu tun. Also, die erste Frage ist, was ist SimpiFlow? Es ist ein relativ neues Projekt, vielleicht habt ihr davon noch nicht gehört. Das erste, das Wichtigste ist, SimpiFlow ist eine Community. Es ist nicht nur ich. Ich habe zwar ungefähr 90% der Arbeit bisher getan, aber das sind Leute, die in irgendeiner Art zu dem Projekt beigetragen haben. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Ich stehe hier oben, weil wir weitere Leute brauchen, die SimpiFlow benutzen, damit wir das erreichen können, was wir erreichen möchten. Und es gibt jede Menge Arbeit zu tun. Ich habe nicht die Zeit, das alles selber zu machen. Und ich möchte, dass ihr alle hier im Publikum möglichst viel dazu beitragt. Das ist also das Projekt. Was ihr aber wahrscheinlich wissen wollt, ist, wie die Toolchain funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele von euch FPGA-Experten sind. Ich fange mal am Anfang an. Wenn man Software entwickelt, dann hat man eine ganze Reihe von Tools und man hat einen Compiler. Der Compiler hat normalerweise ein generisches Frontend, das einen bestimmten Quellcode versteht, und dann gibt es ein Backend, das daraus Maschinencode für spezifische Prozessoren erzeugt. Zum Beispiel, wenn man C++ für x86 macht, dann nimmt man die C++-Software, lässt sie durch den generischen Teil des Compilers laufen und das Backend macht dann daraus ein Binärprogramm, das ausgeführt werden kann. In der EDA-Tool-Sicht sieht das ganz ähnlich aus. Es gibt verschiedene Sprachen, VHDL, Verilog und so weiter. Dann gibt es Synthese-Tools, die Logik aufarbeiten, und dann gibt es ein Backend für verschiedene Hardware-Systeme, ASIC, die das Ganze in echte Hardware gießen, FPGA, in die man den Code laden kann. SimpiFlow ist im Moment
ein Verilog-Frontend und erzeugt ein Bitfile für ein FPGA. Das ist die SimpliFlow Toolchain. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, beschreiben wir das als eine Art GCC für FPGAs. Und was bedeutet GCC in diesem Zusammenhang? Das bedeutet nicht, dass wir C oder C++ in Verilog übersetzen und das dann direkt laufen lassen, sondern das ist ein Analog, um die coolen Teile von GCC auf unser Projekt zu übertragen. GCC ist komplett offen und frei. Es ist Cross-Plattform, es ist Multiplattform. Es hat eine sehr gut erweiterbare Architektur. Und diese Attribute möchten wir auch gern für SimpliFlow haben. Wir möchten gern eine Open-Source-Toolchain haben. Die Toolchain soll verschiedene FPGAs als Targets unterstützen. Und wir wollen nicht nur FPGAs unterstützen, sondern möglichst auch andere Hardware. Und wir möchten, dass das möglichst flexibel zusammengestöpselt werden kann. Ein bisschen Geschichte von SimpliFlow. Im nächsten Talk hiernach gibt es eine Übersicht über Projekt IceStorm. Und er hat eine Toolchain vorgestellt, die die Lattice Ice40 FPGA als Target unterstützt hat. Und das war ziemlich beeindruckend, denn eine FPGA-Toolchain zu erstellen, die Idee war, dass es viel zu hart ist, dass man das als Open-Source-Projekt machen kann. Aber wie wir alle wissen, es gab Momente, wo Leute geglaubt haben, dass ein C++-Compiler als Open-Source selber zu erstellen zu schwierig sein würde. Und wie Sie gesehen haben, haben Leute bewiesen, dass es doch geht. Und dann hat er ein Projekt X-Ray entwickelt und das hatte dann Serie 7 FPGAs als Ziel unterstützt. Und das ist, wo die Idee von SimpliFlow angefangen hat, so in gewisser Weise. Wir hatten plötzlich zwei verschiedene Teile von zwei verschiedenen Herstellern, bei denen wir Leute beitragen lassen wollten. Da habe ich mit Clifford geredet. Wir haben entschieden, das, was wir wirklich brauchen, ein Projekt ist, um alles zusammenzubringen. Da haben wir also bei der letzten 34C3 angefangen, mit SimpliFlow angefangen. Das war ein Versuch, um den alten IS40-Architektur zu und die neue Serie 7-Architektur zu behandeln. Das, was wir mit Projekt X-Ray gemacht haben, war den Prozess zu dokumentieren auf gewisse Weise und das Bitstream-Format zu dokumentieren. Und das hat uns inspiriert, das Projekt Trellis inspiriert. Das ist ein Projekt, um den Bitstream zum ECP5 zu dokumentieren. Das ist ein anderer ganz großes FPGA. Wir haben ursprünglich ein Verilog-to-Routing ins Ziel gefasst. Manche Leute im Team wollten ein neues Place-and-Route-Werkzeug von Grund auf bauen. Und die EDA-Leute haben dann NextPNR angefangen, als eine Alternative von Verilog zum Routen, um eine andere Option zu machen, um Place and Route durchzuführen. Und das ist, was wir die SimpliFlow Tool Suite nennen. Das ermöglicht euch, ein Verilog-File zu nehmen und das in ein
Bitstream umzusetzen, den ihr auf ein FPGA laden könnt. Um mehr in Details zu gehen. Das erste, was wir brauchen, um diese Toolchain herzustellen, ist die Dokumentation von allen Bitstreams, die in die FPGAs gehen. Nun, leider stellen die Hersteller das nicht zur Verfügung, für interessante Gründe. Viele von denen machen überhaupt keinen, geben keinen Sinn. Das ist, wie das Projekt iStorm, X-Ray und Trellis da reinpassen, um Dokumentation zu generieren, die jeder benutzen kann, um neue Werkzeuge zu bauen. Wir betrachten das als Teil des SymbiFlow-Projekts, aber andere können diese Dokumentation nehmen und auf diese FPGAs zielen, ohne mit uns das zu koordinieren. Und dann sind die Routing-Tools. Wir unterstützen immer noch Verilog2Routing und wir unterstützen jetzt aber auch NextPNR. Und es gibt auch Yosys. Das ist unserer Meinung nach das beste Beispiel eines wirklich genialen Open-Source-Projekts, das Synthese-Dude macht. Wir benutzen das als Frontend, egal welches Backend wir benutzen. Ob wir das NextPNR oder Verilog2Routing. Und dann haben wir diese Architekturdefinitionen. Wie nennen wir das? Die Architekturdefinitionen hängen eng zusammen mit der Bitstream-Dokumentation. Die Bitstream-Dokumentation sagt euch, wie man die Bits setzen muss, wie man Features anschaltet. Es sagt nicht notwendigerweise, was diese Dinge dann auch tun. Oder warum man die verwenden wollte oder wie man die verwenden sollte. Und das ist, was die Architekturdefinitionen versuchen bereitzustellen. Die geben Eingabe zum Place und Route. Das ist das Teil des Systems, das versucht, ein pures Design auf das FPGA abzubilden. Die Architekturdefinitionen beschreiben die Features im FPGA und sollten Eingabe sein zu Verilog2Routing und wir versuchen immer noch rauszufinden, wie wir das am besten in NextPNR einbauen. Die geben auch Eingabe zu der Synthese, weil die Synthese wissen muss, welche Teile im FPGA, auf welche Dinge im FPGA abgebildet werden muss. Als letztes versuchen wir, diese Architekturendefinition, die Funktionalität im Chip zu beschreiben, sodass wir dann Verifikation und Test und Simulation dessen, was da im FPGA passiert, durchzuführen. Das ermöglicht uns interessante Dinge zu tun, wie formale Äquivalenzüberprüfung, dass das Design mit dem Fundamental angefangen hat und das, was auf dem FPGA ist, dass das tatsächlich übereinstimmt und dass man das beweisen kann, dass diese Toolchain tatsächlich funktioniert. Die andere Idee ist, dass diese Architekturdefinition tatsächlich ausführbare Dokumentation ist. Also genau definiert, was da tatsächlich passiert. Und dazu gehören alle komischen Sachen, wie auf dem ICE40, das DRAM da drauf zum Beispiel, das im ICE40 kann man das DRAM, das BRAM nicht auf das DRAM nicht zugreifen in den ersten 40 Clock-Zyklen. Und das ist natürlich wichtig, wenn man hinterher das Design tatsächlich testen will. Und das also in der Simulation zu testen und nicht erst in die Hardware laden zu müssen, um dann zu probieren, ob es geht. Im Moment ist das Ganze noch sehr vorläufig. Wir versuchen das so einzurichten, dass man nie auf die Herstellerwebsite gehen muss, um zu verstehen, was ein bestimmter Chip tatsächlich kann. Lattice
stellt sich im Moment sehr widerspenstig auf gegenüber Open Source Tools und sie möchten eigentlich nicht, dass Leute zu viel darüber lernen, wie die Hardware funktioniert. Das sind die Teile. So, was ist jetzt der Status? Wenn wir uns mal den Bitstream angucken und die Bitstream-Dokumentation, das ist die Zusammenfassung, wo wir gerade stehen. Wenn wir uns den Lattice Ice 40 anschauen, das sind die Geräte, die wir dokumentiert haben. Sehr große Unterstützung für all das, was in vielen Ice40-Teilen zur Verfügung steht. Wenn ihr uns helfen wollt, wir möchten gerne weitere Features unterstützen. Wir haben eine ganze Reihe von Bausteinen bereits dokumentiert. Und das kann man jetzt alles benutzen. Wir haben sehr gute Verilog-Modelle für einige der Hard-IP-Blocks. Da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen bessere Modelle. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die vielleicht in Modellen noch nicht so gut abgebildet sind. Und wir brauchen noch ein paar Ersatz für ein paar Libraries. Da wäre es sehr schön, wenn wir Libraries hätten, mit denen wir die proprietären Tools verwenden können oder die Open-Source-Tools. Sind aber nicht notwendig, wenn ihr nur die Open-Source-Tools verwenden wollt. Der Ice40 ist relativ klein, aber die Serie ist ziemlich toll für sehr kleine Geräte. Zum Beispiel wie unser Tomo-Projekt. Da haben wir nicht so viel Platz und das ist ziemlich klasse für den Ice40. Für den Lattice ECP5, den wir mit Projekt Trellis bearbeiten, die haben nach uns angefangen und die haben es trotzdem geschafft, vor uns fertig zu sein. Da ist so ziemlich alles drin, was es in den verschiedenen Serien gibt. Mehr. Es geht also bis zu 85.000 Zellen hoch und hat Hochgeschwindigkeitstransceivers. Ich glaube, die Dokumentation enthält die High-Speed-Transceiver und Open-Source-Tools. Er hat so ziemlich jedes einzelne Bit, von dem wir wissen, bis jetzt dokumentiert. Vielleicht müssen wir noch manche Bits rausbekommen, aber so ziemlich alles ist dokumentiert. Es wäre wirklich gut, wenn man etwas bessere Verilog-Modelle hätte. Wir haben grundsätzlich gewonnen, aber von DSP gibt es nicht wirklich ein gutes Modell, was da intern im DSP, im Digital-Signalprozessor passiert. Wir haben auch noch keine Technologie-Ersatz-Libraries. Wenn ihr verstehen wollt, was da tatsächlich im Bitstream passiert, von was wir der ECP5 Bitstream anguckt, dann guckt euch dieses Video an. Es ist JPNP-ORC ECP5. Das ist auf einer Konferenz vor 2 bis 3 Monaten präsentiert worden. Das geht in exzessives Detail, wie dieser Bitstream funktioniert. Und es gibt da einige interessante Entscheidungen, wie das funktioniert. Das ist das Projekt, worüber jeder reden will hier. Ich empfehle dringend, falls ihr die Seedings-Serie 7 nicht benutzen wollt, benutzt die ECP5-Serie. Für die meisten Leute ist das ECP5 eine praktisch Kabel-Alternative, die billiger und besser ist für Open-Source-Benutzerfälle. Anwendungsfälle. Und es ist vollständig dokumentiert. Project X-Ray macht gute Fortschritte. Wir zielen hauptsächlich auf ARTX 7 Geräte, Devices.
spezifisch der EC7A50T. Also auch 15T und 35T, also Exzess 7A60T. Kintec 7 haben wir auch etwas Erfahrung mit. Und vor einer Woche etwa mit SyncStuff. Unser Ziel ist, dass wir alle Serie 7 Teile unterstützen, also ATX 7, Kintec 7, Vertex 7 und Sync. Alles mit dieser Architektur. Wir haben schon eine vollständige Dokumentation für alle Bits in den COBs, in den Logikblöcken, im verteilten RAM und so ziemlich alles Routing. Wir haben teilweise Dokumentation für Block-RAM und von IOBs, IO-Buffern, weiß nicht. Wir haben immer noch keine Dokumentation für Hardblocks oder den digitalen Signalprozessor. Wir haben bis jetzt noch keine guten Verilog-Modelle für alles. Das wäre wunderbar, wenn wir da Hilfe hätten. Wir haben auch noch keine Ersatz-Tech-Libraries für die Kompatibilität mit den Xilinx-Designs und Tools. Die meisten Leute hier haben existierende Xilinx-Designs, die sie portieren wollen, die sie auf unsere Toolchains übertragen möchten. Da sind diese Tech-Replacement-Libraries wirklich important, wirklich wichtig. Das sind primitive Objekte, die Xilinx behauptet, dass sie existieren, die existieren aber nicht, aber das ist nur eine Konfiguration von primitiveren Objekten. Diese Tech-Ersatz-Libraries, die Tech-Replacement-Libraries sind auch wichtig. Wenn man in so ein Serie 7 RTX 750T reinguckt, dann das sieht man jetzt die ganzen Tiles, die ganzen Ziegel. Das ist, was wir alles verstehen. Also das ist schon eine ganze Menge grün. Es ist immer noch einiges rot, das verstehen wir noch nicht. Aber wir gehen zum Ziel. Die IO-Buffer sollten orange sein und das Block-RAM sollte orange sein. Es wird immer grüner. Und damit kann man schon eine ganze Menge anstellen. Das zum Beispiel sind die COBs, die logischen Blöcke. Wir haben also null unbekannte Bits für diese Logikblöcke. Slice M ist das verteilte Memory. Da wissen wir auch schon alle Bits davon. John McMaster, den du hier auf der Seite sehen kannst, ist hier auf der 35C3 und er ist die meiste Zeit auf Open FPGA Assembly und er hilft euch gerne da in die Bitstream-Dokumentation reinzukommen für den CS7. Wir können das nicht alles selber machen. John möchte auf jeden Fall auch Hilfe haben und wenn jemand von euch zum Beispiel den PCI Express Hardware-Block verwenden will, dann helfen wir euch, das zu dokumentieren. Und wir haben einen ziemlich guten Prozess, um das zu tun. Also zusammengefasst, ihr seht, dass die drei Projekte uns eine Menge bereits geben. Wir haben diese Art von GCC für FPGAs, für Geräte, für Hardware von zwei verschiedenen Herstellern. Wir haben Bitstream-Dokumentation für sehr viele verschiedene Teile. Und wir möchten das erweitern für im Prinzip jedes FPGA, das es gibt. Da machen wir was relativ Interessantes. Das ist, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, Das ist das erste kommerzielle FPGA-Logikblock. Das ist ein Chip, der XC2018 heißt. Hat 50 bis 80 Dollar gekostet. Es gibt keine Dokumentation. Es,
wir haben Bitstream-Dokumentation für dieses sehr alte Teil. Und warum zum Teufel dokumentiert ihr sowas, was es in 20 Jahren nicht benutzt wurde, was man wahrscheinlich nicht mehr kaufen kann? Das Schöne ist, das ist ein so einfaches Teil, dass wir daran sehr gut demonstrieren können, wie man Unterstützung für genau dieses Modell tatsächlich hinzufügen kann. Und deswegen ist das für uns eins der Targets, das wir unterstützen. Und wir möchten daraus ein Tutorial machen, mit dessen Hilfe man verstehen kann, wie man Simbiflow entsprechend ergänzen kann um neue Teile. Und das hilft hoffentlich, dass wir dann tatsächlich auf alle mögliche Hardware als Zielsystem kommen können. Das ist das, was wir im Moment an Bitstream verstehen. Ihr seht das Projekt 2064 hat eine ganze Reihe Sachen nicht. Deswegen ist da einiges nicht grün. Wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Wir können das gar nicht alles selber machen. Und wenn ihr also ein FPGA benutzt, der noch nicht vollständig dokumentiert ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt. Und wir haben einen Prozess entwickelt, wie man diese Dokumentation durchführen kann und wie ihr unsere Erfolge für eure Hardware nachvollziehen könnt. Wir freuen uns auch sehr, wenn Leute sich mit den Xilinx Spartan 6 und 3 beschäftigen. Die werden sehr häufig verbaut und dementsprechend wäre es toll, wenn es Unterstützung dafür geben würde. Man wird das wahrscheinlich nicht mehr für ein neues Design verwenden, aber da die so verbreitet sind, wäre das sehr schön. Und es gibt auch eine Menge Parts von Altera. Und es gibt Leute, die angefangen haben, Altera-Bauteile zu dokumentieren. Robert hat angefangen, das zu dokumentieren, und der ist vielleicht auch irgendwo hier. Und wenn ihr euch also für Altera interessiert, dann solltet ihr Kontakt mit ihm aufnehmen. Aber den Bitstream zu dokumentieren, ist ungefähr nur ein Drittel des ganzen Kampfes. Wir brauchen Tools, die den Bitstream tatsächlich erzeugen können. Der Bitstream muss natürlich dokumentiert sein, bevor man mit der Erzeugung anfangen kann. Aber es reicht eben auch nicht aus, ihn nur zu dokumentieren. Wir brauchen tatsächlich Tools, um ihn erzeugen zu können. So, wie sieht's da aus? Wie weit sind wir da? Als Teil von Mapping und Place and Route haben wir zwei Tools und beide verwenden Yosys als Frontend. Also man braucht auf jeden Fall Unterstützung in Yosys für ein neues Bauteil. Beide Place and Route Tools sind timing driven, also abhängig von der Signalpropagation im Teil. Und das ist auch ein Grund, warum NextPNR gestartet wurde, um genau diese Timing-Driven-Geschichte zu machen. Und das ist der Status, wo wir gerade stehen für die verschiedenen Komponenten. NextPNR ist wahrscheinlich das beste Tool, um Lattice IS-40 Teile zu erzeugen. Der Status ist, man sollte das für IS-40 einfach benutzen. Es sollte alles tun, was Arachne kann. Es sollte ziemlich genau dasselbe Ergebnis erzeugen. Und
Die Leute beim Open FPGA Tool Tisch haben mir gesagt, das Beste ist, benutzt es einfach und reportet Bugs, wenn ihr auf Probleme stoßt. Wenn ihr Open Source Tutorials habt, die Arachne verwenden, dann wäre es toll, wenn ihr die aktualisieren könntet und auf NextPNR umstellen könntet. Wir haben hier Tutorial Sessions für verschiedene EDA-Tools. Die haben ein Board gemacht und hier gibt es noch ein paar Plätze bei den Tutorials. Und wenn ihr nett fragt, dann machen die vielleicht sogar noch ein paar mehr Sessions und lauft rüber und sprecht sie an. Und wenn ihr damit anfangen wollt, dieses Development Board ist eins der besten, mit dem man anfangen kann. Wir haben auch ein Tomu, das auch auf ICE40 basiert. Und ich habe ein paar hier. Der Bootloader funktioniert zwar noch nicht, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, um direkt loszulegen. Wenn ihr nett fragt, wenn ihr versprecht zu helfen, dann gebe ich euch gerne ein Board. NextPNR unterstützt auch Lattice ECP5. Das ist die tolle Arbeit von Dave Shah. Es unterstützt, was ich IoT-Mikrocontroller nenne. Und es läuft bis hin zu Linux-Mikroprozessor-Teilen. David hat ein Beispiel, wo auf dem ECP5 ein Linux auf dem RISC-V-Core läuft. Ist noch ein bisschen früh, aber es funktioniert. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, die Tools zu verwenden und Bugs zu melden. Wenn ihr ein Projekt habt, mit dem ECP5 habt, dann wäre es sehr hilfreich, wenn ihr euer Design mit unseren Tools ausprobiert. Steckt das noch nicht in den kritischen Projektpfad, aber man kann damit auf jeden Fall experimentieren. Das ist, was NextPNR im Moment unterstützt, und im folgenden Talk gibt es von Cliff ganz viele Details, wie man NextPNR benutzt und vielleicht sogar, wie man NextPNR um weitere Teile erweitern kann. Dann haben wir auch Unterstützung für den ICE40 in Verilog. Und ihr seht hier einen Screenshot vom Verilog Routing GUI. Und das ist der Unterschied, wenn Akademiker ein GUI designen versus wenn normale Leute ein GUI designen. In Verilog Routing für das ICE40 haben wir Logik und Blockram. Es hat ein sehr einfaches IOB-Modell, keine DSP-Blocke. Man kann einen Blinky bauen oder einen IoT-Mikrocontroller mit dem Verilog-Routing. Ist aber noch nicht produktionsreif. Es gibt ein paar größere Probleme, die wir auf jeden Fall noch fixen müssen. Man braucht im Moment mehr als 4 GB RAM, um selbst ein relativ kleines Design zu machen. Das ist nicht so sehr ein Problem von Verilog to Routing, sondern das hat mehr damit zu tun, wie wir im Moment die Sachen modellieren und beschreiben. Und da würden wir uns sehr über eure Hilfe freuen, das weiter zu verbessern. Das meiste sind Python-Skripte, die den Routing-Graphen erzeugen. Und vielleicht wäre es hilfreich, das in C zu implementieren.
dann wäre das Ganze sehr viel schneller und würde vielleicht auch weniger RAM verbrauchen. Die Graphentraversion ist im Moment nicht besonders effizient. Leute, die da bessere Algorithmen kennen, die das besser machen oder vielleicht sogar korrekt machen, das ist nicht so ganz meine Stärke. Es funktioniert, aber bitte kommt und helft, es besser zu machen. Ja, das Interessantere vielleicht ist, dass wir gründlichen und Support für RTX 7 für Verilog nach Routing haben. Mit dem gibt es Logik und DRAM oder verteiltes RAM. Damit kann man Blinky machen und einen Zähler machen. Man kann damit auch einen RAM-Tester machen, der Muster ins verteilte RAM reinschreibt und wieder ausliest. Das ist, was wir machen, um zu überprüfen, ob das verteilte RAM funktioniert. Das ist aber noch nicht fertig für Produktion, aber wir kommen dahin. Wir sind sehr nahe dran an einem Internet of Things Mikrocontroller, System on Chip. Ich hatte sehr gehofft, das vor dem Kongress zum Laufen zu bringen, aber ich bin abgelenkt worden mit FPGA-Stuff. Das ist ganz knapp vorm Funktionieren und eure Hilfe wäre sehr erwünscht. Eine ganze Menge ist einfach, um durch den Prozess durchzugehen und debuggen, wo es schief geht. Manches ist etwas kompliziert oder ein bisschen fitzelig. Menge ist einfach, durch den Prozess durchzugehen und Fehler zu finden. Und die meisten Leute sollten in der Lage sein, das zu tun. Das gibt euch jetzt eine Zusammenfassung, wo wir sind. Wie ihr sehen könnt, ist 40 mit allem unterstützt. Projekt X-Ray ist nur von Verilog zu Routing unterstützt. Ich kenne die NextPNL Leute, aber die versuchen, CS7 versuchen zu NextPNR einzubauen, aber wir müssen wohl noch beweisen, dass man das konvertieren kann. Falls er ECP5 benutzt, dann ist NextPNR das Beste, was es gibt. Weil das andere unterstützt es nicht und 2064 funktioniert noch gar nicht. Es wäre sehr schön, wenn andere Leute da an dem 2064 arbeiten würden. Es ist ein gutes Anfängerprojekt und es würde uns wirklich helfen, welche Art von Dokumentation wir schreiben müssen, zum Beispiel zu beschreiben, wie man eine neue Technologie-Mapping zu IOSIS dazu machen kann. Also, wir brauchen wirklich Hilfe von Anfängern, technische Hilfe, um die Dokumentation zu schreiben, weil und wie man Tutorials schreibt, wie man 2064 in NextPNR einbaut und Verilog to Route einbaut. Wie ich am Anfang gesagt habe, ist das ein großes Projekt. Ist so groß und vielleicht noch größer als GNU-CC-Compiler. Und um erfolgreich zu sein, braucht das eure Hilfe. Wir bringen die ganze Arbeit rein und wir kommen da langsam hin. Wenn das schneller gehen soll, dann brauchen wir eure Hilfe. Falls ihr Python kennt, bin ich 100% sicher, dass ich was für euch finde, was ihr tun könnt, weil fast alle Skripte in Python geschrieben worden sind. Falls ihr C++ könnt, dann könnt ihr definitiv helfen, weil VPR und NextPNR und manche Libraries sind in C++ geschrieben. Also wir würden eure Hilfe wirklich mögen. Das ist manchmal so einfach wie einfach Tests schreiben oder die Input-Output-Libraries verbessern. Zum Beispiel Input-Output-Libraries für VPR.
liest das ganze File ein und bearbeitet es dann. Man braucht dann kann nichts über Hardware zu wissen, um dieses Problem zu lösen. Das ist einfach ein eventgetriebener Parser, der da benötigt ist. Falls ihr nichts über Hardware wisst, weil ihr C++-Programmierer seid, dann könnt ihr uns wirklich helfen. Falls ihr eine von den Irren seid, die Tackle kennen, dann würden wir wirklich eure Hilfe mögen, weil du kannst Tickle. Ich lerne kein Tickle, weil alle EDA-Tools bis jetzt Tickle benutzen. John hat eine interessante Beziehung mit Tickle. Okay, John hat da etwas Schwierigkeiten gehabt. Falls ihr TTL kennt, dann helft uns, weil alle Werkzeuge für das Fitzliche brauchen Tickle. Und da könnt ihr unseren Stress abbauen von den Leuten, die das machen müssen. Falls ihr Verilog könnt. Eine Menge Simulationen und Modelle sind in Verilog geschrieben worden. Da würden wir eure Hilfe lieben. Und die einfache Designs. Selbst falls ihr nicht besonders kompetent mit Verilog sind, falls ihr was schreibt, was ein paar Werte ins DRAM reinschreibt und sie zurückliest und dann verifiziert, diese einfachen Tests brauchen wir, um zu verifizieren, dass das alles funktioniert. Und falls ihr Verilog schreiben könnt, dann könnt ihr das wahrscheinlich ganz einfach schreiben und wir brauchen eine ganze Menge verschiedene Sachen wie das, die nicht besonders schwierig sind, aber die einfach gemacht werden müssen. Und da könnt ihr wirklich helfen. Hier ist ein aus der Vergangenheit, kennt ihr XML? Weil fast alle Formaten, die wir haben, die in Routing reingehen, sind XML. Ich weiß nicht, ob die Verilog-to-Routing-Formate XML sind. Manche sind QNTF. Das wäre nett, wenn man das alles ersetzen könnte. Wie Teile wie Stylesheets, die feststellen, die sicherstellen, dass das XML eine Beschreibung erfüllt. Und Werkzeuge, die XML von einem Format in ein anderes übersetzen, wären auch sehr hilfreich. Ihr könnt diese XLST von den späten 90ern, frühen 2000ern wieder auffrischen und uns da helfen. Falls ihr Englisch könnt, was hoffentlich alle können, sonst seid ihr sehr gelangweilt oder hört auf die Übersetzung, dann könnt ihr Übersetzung schreiben, Readmes verbessern, Webseite verbessern. Falls ihr JavaScript kennt, ich bin furchtbar mit JavaScript, kommt und helft uns, die Webseite zu verbessern. Falls ihr Sysadmin seid und Sachen wie Docker kennt, dann wäre es, wir würden gerne ein viel einfaches Setup einfacher zu haben. Also Docker kann das passieren machen, leichter machen. Mit Docker könnt ihr uns auch definitiv helfen. Falls ihr Zeit habt, dann kann ich etwas finden für euch, dass ihr hilfreich sein könnt. Ich bin dafür bekannt, Leuten Hardware zu geben, dass ihr beim Projekt helft. Ich habe definitiv viel übrige Hardware. Das bei euch auftauchen könnte, falls ihr zu Sachen wie das dem beitragen könnt. Und ihr bekommt den Dank von allen, die jemals durch die proprietären Tools sich durchquälen mussten. Überraschenderweise bin ich sehr viel schneller durchgekommen durch diesen Tag als erwartet. Wir sind bei 4:43 Minuten. Jetzt gehen wir über zu den Fragen. Ich kann noch niemanden sehen, weil die Lichter so hell sind. Also ihr müsst mir winken. Oh, okay. Reiht euch bei den Mikrofonen auf. Erstmal danke dem Vortragenden für den Vortrag.
Please do stay around for Clifford's talk if you want to like. Bleibt noch für Clifford's Talk, falls ihr die wirklichen Details verstehen wollt, wie das Place and Route funktionieren. Und Clifford würde wirklich gerne Hilfe mit NextPNR haben. Und Dave würde auch gerne Hilfe mit NextPNR haben. Das ist ein schönes neues Tool, das weniger als 6 Monate alt ist und das ist schon produktionsreif. Okay. Für die Fragen. Geht an die näher nein die Mikrofone dran. Und okay. Geht ruhig raus, falls ihr wirklich müsst. Mikrofon 1. Wie habt ihr die Bitstream-Formate reverse engineert? Was wir machen, ist Bitstream-Formate dokumentieren, damit die Werkzeuge kompatibel damit sind. Was wir nicht machen, ist die Werkzeuge direkt reverse engineeren. Unsere Anwälte haben uns verboten, GDB an Bravado anzuhängen. Was wir dürfen, ist eine ganze Menge Eingabe in Bravado zu tun und die Bitstream rauszunehmen und dann eine Kreuzkorrelation machen zwischen dem, was wir reintun und dem, was rauskommt. Und wonach wir schauen, ist, jedes Mal, wenn dieses Feature an war, war dieses Bit gesetzt. Und jedes Mal, wenn das Feature aus war, war dieses Bit nicht gesetzt. Und weil wir eine Menge Designs reintun und weil wir viel zufällig machen, ist der Korrelationsansatz, erlaubt uns dieser Korrelationsansatz, dieses Bit eindeutig zu identifizieren. Ich bin kein Experte über die Bitstream-Dokumentation, aber John Master hat eine Menge Arbeit der Serie 7-Dokumentation gemacht und Dave Shaw hat eine riesen Dokumentation an DCP5 gemacht. Und beide sind hier beim Kongress und beide werden beim OpenFPGA-Tisch die meiste Zeit sein. Also, falls ihr wirklich in die tiefen Details gehen wollt, wie das funktioniert, dann müsst ihr mit denen reden. Könnt ihr mit denen reden. Und wenn ihr durch das Projekt X-Ray-Dokumentation geht, jeder Fitzel, jede Bits von den Logikblocks dokumentieren, sollten ein README haben, was es tun, warum es das tut und diese Sachen, diese ganzen Dinge. Manche Sachen sind noch nicht dokumentiert, also das sind Bugs, bitte dokumentiert das und wir machen das definitiv so, dass der Prozess beschrieben ist in verschiedenen Stellen, um anderen zu ermöglichen, dass auf anderen FPGAs zu machen. Also bitte kommt und fragt Fragen. Bitte sagt uns, wo ihr Sachen nicht versteht, wie etwas funktioniert oder warum das tun soll, weil diese Sachen zu reparieren ist wirklich etwas, ist, was wir wirklich brauchen, weil nur John und Dave das machen, dann skaliert das nicht hoch. Wir brauchen das, wir müssen das machen, dass jeder Student oder jeder von draußen kann, dass sein Lieblings-FPGA finden kann und die Dokumentation machen kann. Mikrofon 2. Gibt es schon Unterstützung für VHDL? Bis jetzt noch nicht. Es gab ein paar Versuche, VHDL-Unterstützung in IOSIS einzubringen. Bis jetzt war noch keine erfolgreich. Falls ihr für eine Firma arbeitet, die viel Geld hat, dann verkauft da jemand die Lizenz für eine proprietäre Bücherei für VHDL. Das ist in IOSIS integriert.
Ich kenne wenig Leute, die VHDL in der Open-Source-Welt das benutzen. Das ist so ein Huhn-und-Ei-Problem. In der Open-Source-Welt benutzen viele Verilog und deswegen wird da der Support besser. Und VHDL fällt da ein bisschen unter den Teppich. Es wäre ganz toll, wenn Leute daran arbeiten wollten. Ich würde persönlich sagen, ihr seid besser dran mit Verilog. Ich glaube, VHDL ist in mancher Art die bessere Sprache, aber es ist nicht so viel besser, dass ich vorschlagen wollte, dass ihr euer Leben für Yosys Support für VHDL zu verwenden. Ich kann das nicht empfehlen. Gibt es eine Frage aus dem Internet? Ja. Es gibt zwei Fragen aus dem Internet. Zuerst. Wäre es möglich, Unterstützung für CPLDs hinzuzufügen? Das hängt davon ab, was er unter CPLDs versteht. So ziemlich alles, was diese Tage CPLD genannt wird, sind eigentlich FPGAs intern. Falls ihr meint, wie heißt das? PLA-Programmable Logic Arrays, diese Art von Devices. Es gibt da experimentelle Unterstützung für diese Art von Dingen in Yosys. Ich weiß nicht, ob Yosys das richtige Tool ist, aber Clifford kann euch da mehr erzählen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich weiß ganz bestimmt, der CoolRunner 2, dass der CoolRunner 2 experimentellen Support hat. Das ist ein CPLD und das hat diese AND-Gate, OR-Gate System-Architektur, die in CPLDs üblich ist. Aber die meisten Dinge heutzutage, die CPLDs genannt werden, sind eigentlich FPGAs mit Flash. Die ermöglichen, dass man das Gerät also vom Chip Flash booten kann. Und hat Ledges intern und das ist sehr ähnlich wie FPGAs. Okay. Zuerst mal Mikrofon 2. Kannst du den Unterschied zwischen NextNPR und Verilog to Routing erklären? Es ist nicht mir ganz klar, was da unterstützt wird. Ah, das habe ich erwartet. Da habe ich Dias davon, Slides dafür. Es gibt eine Menge Duplikation zwischen NextPNR und Verilog to Routing, VPR. Die erste Frage ist, wenn ihr wissen wollt, welches benutzt man, das erste ist, welches Device möchtet ihr benutzen? Falls ihr IS40 benutzt, dann benutzt NextPNR. Weil das alles stabiler ist und produktionsreif ist. Falls ihr Series 7 benutzen wollt, geht nur Verilog to Routing. Wenn der ECW5 benutzt ist, dann ist die einzige Wahl NextPNR. Der Grund, warum beide existieren, ist, dass VPR für eine lange Zeit schon da war. Das war der akademische Standard, um FPGA-Forschung zu tun. Aber weil das hauptsächlich ein Forschungswerkzeug war es nicht wirklich geeignet, um echte FPGAs zu benutzen. Die ein bisschen Fläche haben, die weniger regulär ist als das, was das Modell für eine Forschung ist, die man benutzt in Forschung, um festzustellen, wie groß ein FPGA ist. NextPNR ist deswegen gestartet worden. Das war ein Experiment, um zu zeigen, dass man vielleicht Place and Route Tool machen kann von Anfang an.
das in kurzer Zeit sinnvoll benutzlich ist. Da gab es ein EDA-Team, das gezeigt hat, dass es wirklich benutzbar ist. Es hatte wirklich eine gute GUI, grafische Benutzeroberfläche. Es leidet nicht darunter, dass es mehr als 15 Jahre alt ist. Es ist mit modernem C++ geschrieben worden, dass es hat also Smart Pointer und das Zeug. Also, das ist, warum das existiert. Es ist immer noch eine offene Frage, ob NextPNR auf ein Hindernis stößt, das VPR schon überwunden hat. VPR gibt es seit langem und hat eine Menge Probleme schon gelöst. Es hat so viele Probleme schon gelöst, dass es so die halbe Hälfte Probleme vergessen hat, die es gesolved hat. Und das wird benutzt, es hat bis benutzt worden für kommerzielle Place and Route Tools, genutzt werden, falls er Toolchain war auf VPR basiert. Das ist etwas schwierig, weil wenn man auf VPR kürzt, dann wird das nicht richtig abbildbar auf Xilinx, weil es sehr mit Altera Devices zu tun hat. Und das ist, weswegen diese Tools beide existieren. Es ist aber gesund, um einen Wettbewerb zu haben im Open-Source-Raum. Also das dann Wettbewerb zu haben, wenn man PCC und AVM GCC anschaut. Und GCC ist sehr viel besser geworden, seit LLVM eine Alternative geworden ist. Wenn man den Fortschritt von GCC 6 nach GCC 9 anschaut, ist es sehr viel besser geworden. Es ist besser als LLVM. Vorher haben sich die GCC-Leute nicht drum gekümmert und es gab keinen Wettbewerb, um das voranzutreiben. Das ist so eine Parallele zwischen VPR. VPR ist näher am GCC-Standard dran und NextPNR ist näher an LLVM dran. Es ist das Neue, das von Anfang an angefangen worden ist. VPR ist also einfach, es ist älter und hat schon ein paar Macken. Es ist wirklich gut, dass man Forscher hat in der Uni, die FPGA-Architekturen und Entwürfe forschen, dass sie die gleichen Tools benutzen, die man für wirkliche Designs benutzt. Und dieser Feedback ist auch gut, um Akademiker dazu zu bringen, wirkliche Devices zu zielen. Und anstatt diese Spielmodelle zu benutzen, die sie die letzten 20 Jahre benutzt haben, das gibt einfach bessere Forschung, die man dann in NextPNR benutzen kann. Clifford hat da sicher eine Meinung dazu, ob man NextPNR oder VPR benutzen soll. Ich lasse euch zweimal raten, was seine Wahl ist. NextPNR gibt es erst seit 6 Monaten. Hoffentlich übersteht es den Test der Zeit. Also das ist, warum das passiert ist. Das ist in der Open Source Katzen zu treiben ist unmöglich. Es wäre schön, wenn alle an einem Werkzeug arbeiten würden, aber ich kriege nicht immer, was ich mir wünsche. Also dann. Es gibt noch eine Frage aus dem Internet. Die ist schon beantwortet worden. Dann noch eine Frage von Mikro Nummer 2. Du hast darüber gesprochen, dass es rechtliche Fragen gibt rund um das Reverse Engineering der Geschichten. Gibt es Hersteller, die mit euch zusammenarbeiten wollen oder sind sie da eher feindlich gesinnt? Es gibt eben also verschiedene Levels, verschiedene Ebenen. Es gibt Hersteller, die wirklich feindselig sind. Es gibt Hersteller, die neutral sind. Und dann gibt es Hersteller, die anfangen, sich zu denken, dass das eigentlich funktionieren könnte. Kein Hersteller hat bis jetzt
Es ist bis jetzt so weit gekommen, dass er uns und Open-Source-Menschen unterstützt, dass er Open-Source-Werkzeuge unterstützt. Ich würde hoffen, dass jeder Hersteller, der das macht, wird da, dann von euch unterstützt wird. Weil was die möchten ist, wie viele, worum die sich kümmern ist, wie viele FPGAs sie verkaufen. Die kümmern sich nicht um die Werkzeuge. Das muss für die profitabel sein, dass sie das machen. Wir glauben, dass das FPGAs viel zugänglicher macht und dass der FPGA-Markt wächst, um 2 bis 3 Größenordnungen wächst, also 100 bis 1000 Mal größer wird. Und selbst falls sie den Marktanteil verlosen, also kriegen sie einen größeren Marktanteil von einem größeren Kuchen, aber die sind immer noch skeptisch. Die müssen ihren Aktionären Bericht erstatten und die zu überzeugen ist schwierig. Und falls ihr ein Projekt habt, das 1 Million FPGAs braucht und zu einem Hersteller geht, ich möchte nur Open-Source-Tools benutzen, unterstützen eure Teile das, das würde wirklich helfen, dann redet mit mir. Falls ihr in einer Firma arbeitet, die 1 Million FPGAs kaufen wollten, dann kommt zu mir. Es gibt sicher eine Menge, über die wir reden könnten. Dann vielen Dank. Nochmal Applaus. Ihr habt gehört den Vortrag Simbi Flo, Finally the Journey.